Im nächsten Jahr stehen allerdings einige Änderungen an. Diese Palliativklinik soll in ein Hospiz umgewandelt werden. Meine Frage an Sie, Frau Dr. Berg: Wie sehen Sie die sich abzeichnenden Veränderungen als ein richtiges, ein notwendiges Merkmal? Also jetzt bezogen auf unsere Einrichtung ist das sicherlich ein sinnvoller Schritt, zu dem man sich innerhalb der Diakonie entschlossen hat, dass man diesen Weg auch geht, weil wir jetzt eine Phase der Pionierarbeit eigentlich hinter uns gebracht haben, nach 10 bis 12 Jahren aktiver Palliativmedizin. Also ich bin jetzt 12 Jahre hier im Haus, sehen wir einfach, dass das, was wir geschaffen haben, erweitert werden muss. Also dass es jetzt nicht nur um Sterbebegleitung geht, wie das so 1996 der Hauptauftrag gewesen ist, sondern dass es immer mehr in Richtung Lebensbegleitung geht, dass viel mehr Patienten auch zu Hause betreut werden können, wenn sie denn die fachliche Unterstützung haben. Und deshalb hat man innerhalb der Diakonie kontrovers diskutiert und sich entschieden, dass man die Palliativbetten jetzt in den Frankfurter Diakoniekliniken betreiben wird und das Hospiz hier in diesen Räumlichkeiten, dass man den ambulanten Dienst ausbauen wird. Und wir werden ja schon seit sehr langer Zeit auch von einem ehrenamtlichen Dienst, von einem Hospizdienst unterstützt und haben schon sehr gute Kooperationspartner, also ambulante Pflegedienste, eine ambulante Apotheke etc. etc. Also alles das, was man eigentlich für eine Vernetzung braucht, was jetzt so ein up-to-dates Thema ist, seitdem ja, unser Ministerium darüber spricht, dann, ich glaube, das sind 240 Millionen Euro in den Topf zu werfen, wird natürlich auch die Palliativmedizin unter kaufmännischen Gesichtspunkten attraktiv, aber das ist für uns eigentlich nie ein Gesichtspunkt gewesen. Natürlich muss man auch betriebswirtschaftlich denken, aber das war nie unser Ansatz. Wir sind ja so streng im englischen Sinne gewachsen und werden das sicherlich auch weiterhin tun wollen und hoffentlich auch können. Dann sehen wir halt, dass da irgendwie doch das Interesse auch größer wird und man muss sagen, wenn man Pionierarbeit geleistet hat, dann ist das irgendwann auch in das Bewusstsein der Patienten eingedrungen und da braucht man schon eine Zeit von 10 Jahren, bevor eigentlich jeder weiß, was mit Palliativmedizin verbunden ist. Wenn ältere Patienten schwere Erkrankungen haben, dann brauchen sie mehr Begleitung, um nicht den assistierten Suizid zu suchen, um nicht Familien und andere Anteile in der Familie, also Familienmitglieder, zu belasten. Das Stichwort, was Sie gerade erwähnt haben, Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Etwas, was ich gelesen habe, hat mich erfreut. Erste Zahlen aus Holland scheinen anzudeuten, dass der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe, jetzt wo die Palliativmedizin im Vordringen ist, zurückgeht. Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie das sagen. Die Holländer sind ja eigentlich einen anderen Weg in der Lebensbegleitung gegangen, das muss man sagen. Das war ja für Sie auch eine Form der Lebensbegleitung, aber Sie hatten wenig palliativmedizinische Stützpunkte, Hospize, ambulante Dienste. Das war einfach eine andere geschichtliche Entwicklung und auch jetzt sieht man da, dass in der Bevölkerung schon das Bewusstsein auch da ist, Palliativmedizin haben zu wollen und das auch genießen zu können. Die aktive Sterbehilfe im Sinne des assistierten Suizid braucht man eigentlich nicht, wenn unsere Gesellschaft bereit ist, Patienten und ihr Schicksal anzunehmen. Und das ist etwas, glaube ich, was nicht nur Professionelle verhindern können, sondern da ist die gesamte Gesellschaft gefragt. Ich habe eine Patientin zweimal gesehen, nur sehr kurz. Die ist letztendlich auch in der Schweiz gestorben, bewusst gestorben und aktiv gestorben. Aber ich glaube, das, was für sie so dramatisch gewesen ist und so nicht akzeptabel, war nicht unbedingt die Krankheit, sondern das, wie die Gesellschaft sich im Grunde genommen ihr gegenüber verhalten hat. Ja, es war ein offener Tumor, der Gerüche bereitet hat und man hat sich von ihr abgewandt. Sie war isoliert, sie war allein. Und dann kommt natürlich schon der Ruf, das Leben lieber zu beenden, wenn man dann in der Einsamkeit letztendlich lebt. Darf ich eine Frage mal zu einer Zahl stellen? Ich habe gelesen, wir haben im Moment etwa 6% aller Sterbenden, die betreut werden können, so wie wir das eben besprochen haben. Das ist sicher eine zu niedrige Zahl. Welche Zahl halten Sie eigentlich für realistisch? Was kann man erreichen? Also ich glaube, diese Zahlen, die sind zwar immer sehr interessant und man sagt, man braucht 30 Palliativbetten pro 1 Million Einwohner. Man ist dabei zu sagen, wir werden über 300 Konsiliardienste brauchen. Ich glaube, wichtig ist nochmal zu unterscheiden, ob wir eine Lebensbegleitung und Sterbebegleitung in einer Großstadt wie Frankfurt vorhalten möchte oder dann, wie man immer so schön sagt, auf dem platten Land, wo die Strukturen ganz anders sind. Da braucht man
noch besser vernetzt die ambulanten Dienste, die dort die Hausärzte unterstützen mit einem Palliativmediziner, der auch mitfährt, weil wir da einfach gar nicht genügend stationäre Möglichkeiten haben. Die Frage ist, ob man dann so viele ambulante Hospize braucht, also im Sinne von auch stationären Betten vernetzt mit dem ambulanten Hospizdienst, also auch eine Versorgung von neuen Zuhause geben. Ja. Das Hospiz ist ja nichts anderes als im Grunde genommen ein neuer Wohnort, ein neues Zuhause, um sterben zu können. Ich habe nämlich mich gefragt, was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen palliativmedizinischer Betreuung und dem Hospiz? Also diesen Unterschied klar zu definieren, diskutiert man ja schon seit Jahren. Eigentlich seitdem ich hier bin, gibt es schon immer diese große Frage, was unterscheidet die Hospize von den Palliativstationen. Und nun kann man das natürlich kaufmännisch sehr schön formulieren und einfach sagen, ja, Palliativstationen werden über die Krankenkassen finanziert. Man hat eine begrenzte Verweildauer und man kann im Grunde genommen eine gewisse Form sogar der Kurzzeitrehabilitation der Patienten anbieten, auch im Sinne des prophylaktischen Denkens schon. Die Hospize werden einfach über den Pflegetopf gezahlt und bieten dann über Wochen bis Monate ein Zuhause und garantieren damit auch schon eher ein Sterben mit Kontakt zu Menschen, die man jetzt schon seit Wochen und Monaten kennt. Palliativstationen werden ja eigentlich eher frequentiert zur Einstellung der Symptome und dann um eine Wiederentlassung nach Hause oder ins Hospiz zu organisieren. Jetzt das hat man eine gemeinsame Schnittstelle, ja, und das ist das Sterben, ja. Das haben beide sich im Grunde genommen auf ihre Agenda geschrieben. Dafür steht man auch gemeinsam ein, dass das Sterben in unserer Gesellschaft nicht vergessen wird, ja, weil jede Tumorkrankheit, die kurativ nicht mehr angegangen werden kann, ist irgendwann palliativ und dann irgendwann auch Teil eines Hospizes. Ja. Kann man sagen, wie groß der Prozentsatz Ihrer Patienten hier auf der Palliativstation ist, der tatsächlich wieder entlassen wird? 50%. 50% der Patienten, die wir hier behandeln, gehen nach Hause oder werden dann in eine weiterversorgende Einrichtung verlegt, wie zum Beispiel ein Hospiz. Und von den 50%, die dann hier bei uns versterben, sind natürlich auch ein gewisser Teil auch Wiederaufnahmen. Hat man über integrierte Einrichtungen, sagen wir mal Hospiz mit Palliativstationen oder vielleicht noch besser Krankenhaus mit Palliativstationen, schon ernsthaft nachgedacht? Oder gibt es vielleicht sogar eine Kombination mit einem Altersheim, dass sich also den kranken, sterbenden Menschen, dass der nicht nochmal umziehen muss? Haben wir da Modelle? Es gibt ja Pflegeheime, die sich mittlerweile sehr mit der Palliativmedizin auseinandersetzen, weil ich meine, wenn Sie die Entwicklung der Demenzkranken sehen, 2 Millionen wird sich das jetzt in den nächsten 10 Jahren halt verdoppeln, diese Anzahl der Demenzkranken, dann ist das etwas, was auf die Palliativmedizin auch zukommen wird, weil da gibt es keinen kurativen Ansatz mehr, das ist eine klassische Palliation und dann müssen sich die Pflegeheime eigentlich auch auf den alten Menschen mit seinen Organinsuffizienzen einstellen, wo es nicht nur um die körperlichen Bedürfnisse geht, wie Ausscheidung kontrollieren und gesäubert sein und Nahrung reichen, sondern dann auch um eine differenzierte Symptomkontrolle. Ja. Also mein Ziel nach den 12 Jahren Arbeit hier wäre eigentlich ein richtig gut funktionierendes Palliativzentrum mit Anschluss an eine Palliativ-WG. Weil es gibt genügend jüngere Patienten, die weder eine Heimat in einem Pflegeheim finden, noch zu Hause versorgt werden können, noch in ein Hospiz gehören, weil sie einfach eine noch viel längere Überlebensdauer haben, als das Hospiz gewähren kann. Und dafür wäre, wie bei den Demenzkranken, eigentlich eine Palliativ-WG etwas sehr Sinnvolles. Ja. Etwas, was man ja immer wieder hört, dass Schwerstkranke zu Ihnen auf die Palliativstationen kommen und sagen, ich möchte nur noch sterben. Man hört dann aber auch gleichzeitig, wenn die Therapie beginnt und man ein wenig richtig hinhört, was dieser Satz eigentlich sagen soll, dass dann der Wunsch zu sterben nachlässt. Ist das auch Ihre Erfahrung? Das ist so. Patienten möchten eigentlich sterben, wie diese erste Patientin, über die ich ganz kurz berichtet habe, weil sie nicht mehr dazugehören. Ja. Mhm. Es ist nicht, das Sterben ist nicht nur ein medizinisches oder biologisches Problem, sondern das Sterben fängt in dem Moment an, wo sie nicht mehr dazugehören, wo sie nicht mehr angenommen werden. Wenn man in der U-Bahn sitzt und die Menschen drehen sich um, nur weil man ein entstelltes Gesicht hat oder... Weil